Nach der Autoexplosion mit einem Toten in Liverpool hat die britische Polizei drei Männer wegen Terrorverdachts festgenommen. Der Wagen, offenbar ein Taxi, hatte Sonntagvormittag gerade vor einer Frauenklinik angehalten, als sich die Explosion ereignete. Ein Insasse war sofort tot, der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei hat bislang keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben. Noch immer ist nicht klar, wer der Tote ist, wie die Explosion ausgelöst wurde und was der Grund für die Tat war.